Okay, ja. Guten Morgen. Moin, moin. So, liebe Freunde, liebe Freundin, Ukraine, Russland, NATO, unser Thema, genau, unser Thema heißt dann KSZE 2.0, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 2.0. Wenn man so will, das wäre in der Überschrift unter Umständen schon die Lösung, oder das, was wir für eine Lösung halten könnten im Zusammenhang mit dem, was sich da an Konflikt zuspitzt. Wie sind wir auf das Thema, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe mich in den letzten Wochen gewundert, also ich habe wie ihr, habe ich Nachrichten gehört, gelesen und habe da nicht genug Zeit investiert, um diesen Konflikt zu reflektieren. Und irgendwann, als die Diskussion sich zuspitzte, auf die 5000 Helme, poppte in mir so eine Stimme auf, die mir sagte, dass das, was ich da wahrnehme, erinnert mich, ist eine bewährte Technik, um zu manipulieren. Und das ist die Technik, Menschen zu steuern, so im Spannungsfeld zwischen Angst und Hoffnung. Dass man, indem man ein Problem atomisiert, also das Beispiel der 5000 Helme, dass man den Blick für das Große verstellt und dass man selbst ich, also ich bemühe mich halt immer, soweit es geht, zu reflektieren und Dinge zu überdenken, dass es selbst mir schwer gefallen ist und dass ich das Gefühl hatte, dass ich bei diesem Blame Game, die mit dieser eindeutigen Schuldzuweisung bei diesem Konflikt bezüglich Russland, dass ich da quasi so wie Plankton mitgetrieben werde. Und ich wollte kein Plankton sein. Und das ist dann mein persönlicher Grund gewesen, so liebe Freunde, das Thema vorzuschlagen. Und Gerd, du hast, ohne zu zucken, gleich zugestimmt. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Ja. Gerd. Also wenn man so will, wir diskutieren darüber, welche Lösung aus unserer beider Sicht wünschenswert wäre bezüglich dieses Konfliktes. Punkt. Ja, und da wären wir, meines Erachtens, ein sehr guter Einstieg. Was mich bei der ganzen Diskussion, die eine Form angenommen hat, muss ich auch mal dazu sagen, die ich vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten hätte, dass im Grunde genommen eine kriegsbejahende Kakophonie zu vernehmen ist aus allen möglichen politischen Lagern, so als hätte es die deutsche Geschichte nicht gegeben. Das ist das eine, was mich verwundert, natürlich auch stört. Das andere ist bei der gesamten Diskussion aus westlicher Sicht, ja, gibt es keinen Versuch, zu einer Lösung beizutragen, es sei denn, man sucht die militärische Konfrontation. Also die russische Seite hat im Grunde genommen einen Forderungskatalog aufgestellt, der besagt, dass keine weiteren Staaten aufgenommen werden sollen in die NATO. Wenn die NATO davon spricht, dass sie ein Verteidigungsbündnis ist, ist in Bezug auf das, was da an Mobilmachung in den letzten Jahren an der russischen Grenze gelaufen ist, weitaus mehr und mächtiger und bedrohlicher als das, was jetzt auf russischer Seite, auf eigenem Territorium sich versammelt hat. Der Punkt ist der, wie könnten Lösungen aussehen? Also das wäre das, was ja die Grundlage war auch von dieser Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ne, KSZE, die in den 70er Jahren verhandelt worden ist, wo eben Deutschland mit am Tisch saß, wo Frankreich mit am Tisch saß, die Vereinigten Staaten und Russland oder die damalige Sowjetunion, und wo man sich Gedanken darüber gemacht hat, was sind die Grundlagen für eine Koexistenz, die also als Auflösungsversuch für den Kalten Krieg, für eine Koexistenz
der verschiedenen Gesellschaftssysteme, Staaten, Regierungsformen, ohne gleich in kriegerische Auseinandersetzungen zu kommen, wie das gewährleistet werden kann. Das ist ein vernünftiger Gedanke gewesen, der ja auch Erfolg gehabt hat. Ich will jetzt bei diesem Thema mich nicht beteiligen, was ja auch immer von der kritischen Seite versucht wird, dass man versucht aufzurechnen, was alles passiert ist. Du hattest im Vorgespräch ein Stichwort genannt. Wie sahen die Grenzen 1990 aus, ne, in Bezug auf NATO-Präsenz, und wie sehen sie heute aus? Man kann durchaus verstehen, dass Russland da bestimmte Befürchtungen hegt. Mir ist in den Sinn gekommen, vor allen Dingen bei dem, was so in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, die Schlafwandler von Christopher Clark, also von dem Historiker, der ja die Vorgeschichte oder die Entstehung des Ersten Weltkrieges sehr minutiös beschrieben hat. Und ich sehe da sehr viele Analogien. Also, dass da das mal irrationale Geschichten sind, sehr emotionale Argumentationsreihen. Und das hat alles nichts mit Vernunft geleiteter Politik zu tun und mit der Möglichkeit, bestimmte, ja, die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen. Was sind denn die Ziele einer Eskalation? Also Krieg und nach dem Krieg Einverleibung oder was soll es sein? Also ich glaube nicht, zumindest nicht von der Bundesregierung, dass sie irgendwelche Fieberfantasien hätte, Russland im Verein mit der NATO zu bezwingen und dann da den direkten Zugriff auf Ressourcen zu haben. Das unterstelle ich hier nicht. Ich unterstelle den Russen aber auch nicht, dass sie gerne ein zweites Mal in Berlin einmarschieren möchten. Dann stelle ich mir wirklich die Frage, was soll das alles? Was soll diese Eskalation? Und da hilft vielleicht auch ein Schritt zurückzutreten und zu sagen, wie sieht denn das Gesamtbild aus? Und da haben wir natürlich das Imperium USA, das in Schlingern geraten ist, und ein aufsteigendes Imperium China. Und um diese Auseinandersetzung geht es wahrscheinlich. Und wir werden von den USA, die nach wie vor in beiden politischen Lagern, also Republikaner wie Demokraten, haben nach wie vor die Maxime hoch, sie seien die Hegemonialmacht weltweit Nummer eins. Und das soll auch so bleiben. Und dann ist ein Konflikt wahrscheinlich mit China vorprogrammiert. Sie haben nach wie vor die Brzezinski-Doktrin. Das heißt, wer die Welt beherrschen will, der braucht das europäische Herzland, und das ist Russland. Und der größte Albtraum, den die USA oder diejenigen in den USA, die diese Pläne verfolgen haben, wäre eine Symbiose, ja, eine Kooperation zwischen Deutschland und Russland. Auf der einen Seite Hochtechnologie und industrielles Know-how, wissenschaftliches Know-how, auf der anderen Seite Ressourcen bis zum Abwinken. Und wenn die beiden kooperieren würden, wäre da nochmal ein ganz anderer Konkurrent am Start. Das sollte man so sehen, weil ich denke, es gibt eine Kontinuität in der amerikanischen Außenpolitik, die genau darauf abzielt, immer einen Keil zwischen Deutschland und damals Sowjetunion, heute Russland zu treiben. In diesem Kontext, und man sieht sich in der, man überlegt sich, wie die Konfrontation mit China gestaltet werden kann. Und da wäre es nicht schlecht, wenn die europäischen Staaten als Vertreter, als Verbündete, als NATO-Verbündete in einen lokal begrenzten Konflikt zu Russland geraten. Das würde nicht nur Russland schwächen, sondern auch Europa, was ja auch ein Konkurrent ist, und würde den Rücken frei halten für eine Auseinandersetzung im Pazifik. In diesem Kontext oder so erkläre ich mir vieles, was ich im Moment beobachte. Und das heißt, all diejenigen, die jetzt in dieses Konfliktgetöse mit einfallen, vertreten nicht unsere Interessen als Land. Ja? Also ich bin nach wie vor, da kann man so viel von Europa reden, wie man will, bin nach wie vor der Meinung, dass erst zunächst mal nationales Interesse eine Rolle spielt. Das nationale Interesse der Bundesrepublik Deutschland entspricht nicht diesem Szenario.
Insofern, was ich kritisiere und was ja vielleicht noch kommen mag, es wäre an der Zeit, es ist höchste Zeit, dass vielleicht auch aus Deutschland Vorschläge kommen, wie der Frieden gestaltet werden kann in Form einer Vertragsvereinbarung analog zur KSZE. Ja, ja, man könnte sich vorstellen, dann halte ich auch die Klappe. Ja, man könnte sich ja vorstellen, also man denkt zum Beispiel mal an die Nachkriegsszenarien nach dem Zweiten Weltkrieg, wie man sich mit Österreich arrangiert hat. Österreich hat Blockfreiheit garantiert und Neutralität. Damit sind sie gut gefahren. Man könnte ja auch Souveränität vorausgesetzt. Man könnte ja auch ein Szenario anbieten und sagen, okay, die Ukraine bleibt neutral und kommt in kein westliches Militärbündnis und Belarus wird neutral und kommt in keine militärische Zusammenarbeit mit Russland und Georgien wird auch neutral. Das könnte bei gegenseitigen Kontrollen und so weiter und so fort, das könnte ein Vorschlag sein. Das ist ja jetzt nun kein Hexenwerk, sowas vorzuschlagen und damit könnte man die Situation deeskalieren, hat aber in Bezug vieles erklärt, das Verhalten der USA, ja. Wenn man eben den Showdown, der sicherlich kommen wird zwischen China und den USA im Auge hat. Ja, das mal so. Ja, ich finde das. Sicht. Ja, ich finde das. Ja, ich finde das einen spannenden strategischen Ansatz. Das ist jetzt mal mit ausreichender Distanz zu dieser atomisierten Diskussion mit 5000 Helden. Du hast ja nicht nur eine Bestandsaufnahme gemacht, sondern schon eine Lösung skizziert. Ja, das weiß ich nicht, ob die das sein könnte, aber das wäre doch ein Vorschlag. Ja. Da wird jetzt weder die Ukraine, man kann weiterhin hervorragende Beziehungen zur Ukraine pflegen. Mal abgesehen davon, dass ich seit 2014, ja, seit dem Umsturz in der Ukraine und der eindeutigen Positionierung zum westlichen Bündnis, auch wenn sie kein Mitglied der NATO sind und auch jetzt in naher Zukunft sicherlich gar nicht werden, wenn man sich die Entwicklung in der Ukraine ansieht, da hat die ja nicht viel davon gehabt, außer den Oligarchen. Ja. Ja, also wenn diese Gaspipeline-Durchlaufsrechte weiterhin durch die Ukraine gesichert werden, da messen sich die Oligarchen. Zum Teil haben sie Gas abgezapft und was weiß ich nicht alles. Also man hat es da nicht mit einer Lupe. Ne? Wenn dem Schröder wird immer vorgehalten, der hätte mal gesagt, der Putin sei ein lupenreiner Demokrat. Man sieht sich mal seit 2014 die Regierung in der Ukraine an. Da sind auch keine lupenreinen Demokraten. Ja. Und das Einzige, was sich verändert hat in der Ukraine, sind die Immobilienpreise im Zentrum von Kiew. Die sind in die Höhe geschnellt, unter anderem durch die Investitionen eines sehr schlecht ukrainisch sprechenden ehemaligen Boxers Klitschko, ja, über den sich die Ukrainer lustig machen, weil er ein nativer Russe ist und kaum ukrainisch kann und da irgendwas in die Kamera stammelt. Ja. Aber für den Rest der Bevölkerung hat sich gar nichts getan. Da sind keine Strukturmaßnahmen gelaufen, da gibt es nicht mehr Beschäftigung. Das ist ein Desaster sondergleichen. Also mir erzähle jemand, da geht es um die Rechte des ukrainischen Volkes. Die man da zitiert, das ist so diese typische Sorte Mäuse, ja, die mitten in Kiew in einer schönen Eigentumswohnung leben, ja, und die sich intellektuell als Kosmopoliten führen, die werden dann als Zeitzeugen der ukrainischen Bevölkerung zitiert. Das ist doch inszenierter Unsinn. Ja, ja. Übrigens, ich finde das, was du gerade gesagt hast, das Gesamtbild gezeichnet hast zwischen USA, Europa und China, finde ich sehr spannend, weil so in der Vorbereitung habe ich mir ein Zitat ausgegraben vom Brigadegeneral AD Helmut Ganser und in einem Cicero-Artikel. So, liebe Freunde, so wenn wir Bücher oder Artikel zitieren, dann kommen die als Literaturangaben
werden in YouTube eingestellt, damit ihr das nachlesen könnt. Und das Zitat von Ganser finde ich interessant. Der sagt, eine seit der Antike oft zitierte Weisheit, so Ganser jetzt Zitat, was immer du tust, tu es klug und bedenke das Ende. Und ich bin vor unserem Gespräch davon ausgegangen, es gibt nur ein Ende für die Konflikte. Das war natürlich grenzenlos naiv von mir. Also nach dem, was du gerade geschildert hast, gibt es mehrere Enden. Es gibt ein Ende eines Szenarios, das den US-Interessen entspricht. Und das ist nicht identisch mit dem Ende aus europäischen oder aus deutsch-russischen Interessen. Und da finde ich es halt spannend, ich finde das ganze Zitat im Zusammenhang mit deinem Kommentar finde ich sehr, sehr spannend. Und unter Umständen, nicht nur unter Umständen, vielleicht ist das auch ein Ansatz, dass die französische Regierung, die deutsche Regierung einfach viel, viel stärker, gerade mit Blick auf 2024 und der möglichen Wiederkehr von Trump, darauf achtet, dass Europa auch militärisch Schritt in Richtung Autonomie geht. Vielleicht, der Zug ist möglicherweise abgefahren. Ich glaube, Putin hat 2002 vor dem Bundestag, 2001 vor dem Bundestag auf Deutsch eine Rede gehalten. Und das war noch die Zeit, in der Putin zumindest kommentiert hat das sowas wie so ein europäisch-russischer Wirtschaftsraum von wo auch immer Porto bis Vladivostok denkbar war. Und diese Steilvorlage ist damals nicht aufgegriffen worden. Ja, da sind in den USA sind die Alarmlampen angegangen. Ja, klar. Ja, und man kann diese Ansätze, das wird ja praktiziert, ja, man kann diese Ansätze natürlich dahingehend torpedieren, dass man immer sagt, das sind neue großdeutsche Pläne. Ja, und immer die Analogie zum Nationalsozialismus herzustellen, da kann man viel Brot schlagen in Deutschland, das kommt auch immer gut an. Ja, und man muss sich, vieles, was die USA machen, ist auch sehr intelligent. Ja, wenn man sich ansieht, wie die US-amerikanischen Medienkonzerne die hiesige Landschaft beeinflusst haben und sieht, was heute in Bezug auf die auch noch auf diese sogenannten Denkfabriken, ja, die Think Tanks, was heute in Bezug auf unsere Presse alles Mitglied ist dieser US-amerikanischen Think Tanks, wo eben diese Brzezinski-Doktrin eine große Rolle spielt, dann darf man sich nicht wundern, ne, dass sofort Geschütze aufgefahren werden, wenn Lösungsansätze entwickelt werden, die da eben nicht reinpassen. Also vielleicht noch einmal zu diesem ganzen Zitat und bedenke das Ende. Ich war vor unserem Termin jetzt so naiv anzunehmen. Es gibt die Möglichkeit eines gemeinsamen Endes für die NATO und für Russland. Und ich hatte dann Schwierigkeiten, Zitate wie das Zitat von Obama einzusortieren, der irgendwann mal gesagt hat, Russland als eine Regionalmacht bezeichnet hat. Und ich dachte dann, okay, wie naiv. Also wenn man Interesse daran hat, auf gleicher Augenhöhe miteinander eine Lösung zu finden, dann macht dieser Satz keinen Sinn. Wenn man allerdings dann deiner Interpretation folgt, dann macht es schon Sinn. Das ist dann halt ein Satz, der spaltet. Und genau das macht was man in der Konfliktsituation halt nicht machen soll, dass man Gesprächspartner erniedrigt und eine Kommunikation auf gleicher Augenhöhe nicht mehr zulässt. Ja. Also außenpolitisch von der diplomatischen Wirkungskraft war dieses Zitat verheerend. Ja. In Bezug auf die, sagen wir mal, die Wirtschaftsmacht Russlands ist das nicht so verkehrt. Ne? Also Russland hat ungefähr Wirtschaftsaufkommen wie Italien, wenn ich informiert bin. Also die haben so um die 40% des Bruttoinlandsproduktes, das wir in Deutschland haben. Also wirtschaftlich ist das okay. Aber Ja, ich weiß. Ne? Man muss ja auch, ich meine, was man Putin ja immer unterstellt, dass er im Grunde genommen den,
den Imperialismus der Sowjetunion wieder reinstallieren will. Das meinte er sicherlich nicht, als er gesagt hat, die größte Katastrophe war der Zusammenbruch der Sowjetunion. Die größte Katastrophe natürlich für die Russen, die bei dem Zerfall dieser Union plötzlich in anderen Ländern morgens aufgewacht sind. Es leben Russen in Estland, es leben Russen in Lettland, es leben Russen in Litauen, ja. Es leben Russen in der Ukraine. Ja, das muss man, also das wird einfach so ausgeklammert, aber man muss da einfach sehen, 70% der Bevölkerung, nicht in der Ukraine, aber im Donbass 70% der Bevölkerung sind Russen. Ja, also das sind Geschichten, die haben was zu tun mit Zugehörigkeitsgefühl, mit Vorstellung vom Leben, mit Interaktionsformen und mit allem Möglichen. Und das einfach zu ignorieren, zu sagen, die sollen sich halt fügen und das Maul halten, das ist eine Attitüde, die richtig wehtut. Ja? Und diese schöne, habe ich gestern wieder so ein Zitat gehört, ja, die Zeiten, dass Helmut Kohl mit dem dicken Jelzin in die Sauna geht und hinterher eine Flasche Wodka trinkt, die sind vorbei. Ja, das waren natürlich aus Sicht des Westens, waren das goldene Zeiten. Da sind ja auch diese ganzen Oligarchen, die plötzlich gute Oligarchen sind und in der Schweiz leben, die sind da reich geworden, weil sie den sowjetischen Staat oder das, was davon übrig geblieben ist, ausgeplündert haben. Und für die Russen hieß das, ja, für die einfachen Russen hieß das aber, dass sie zum Teil nichts zu essen hatten. Ja, also die Idee des freien Westens im Sinne eines Eldorados und Geburtsstunde des Kapitalismus hat für die meisten Russen war ein Desaster. Ja, also wenn man sich die Lebenshaltungskosten und die Formen, wie es in Russland auch heute gibt, auf dem flachen Land, wie Moskau, die großen Metropolen, die ähneln sich alle, von Immobilienpreisen bis zum Luxus und bis zu denen, die in den Schächten liegen und nichts haben. Das ist in Moskau nicht anders als in San Francisco, denke ich. Aber die Russen auf dem Land, die brauchen doch kaum Geld. Ja? Die wollen vom Staat gar nichts wissen. Und die leben auf einem relativ bescheidenen Niveau. Aber sie leben. Ja? Und das ist der, ich kenne Leute in Russland, die leben mit 350 Euro, haben ein eigenes Haus und sagen, ist gar nicht so schlecht. Mhm. Ne? Da müssen wir doch jetzt nicht sagen, du bist ja schön blöd. Ne? Willst du nicht anders leben? Ne? Willst du nicht leben so wie wir oder wie vielleicht wie in dieser Lanz-Reportage in San Francisco, wo man mit 120 Dollar Jahreseinkommen an der Armutsgrenze schwappt? 120.000, ne? Ja, 120.000 Jahreseinkommen, ist man gefährdet. Ja, und dieser Way of Life, da kommen wir hin und sagen, das wäre doch was für euch. Da werden die Russen, die werden sich totlachen. Ja. Das interessiert die nicht. Ja. Ja, und die, aber okay, jetzt mal weg von diesem Messianismus. Und wir haben uns ja eine Aufgabe gestellt. Und die Aufgabe wäre, nach einer Lösung zu suchen. Und zwar, die garantiert die gegenseitige Sicherheit und die gegenseitige Unverletzlichkeit der Grenzen. Um mehr geht es nicht. Und dann müssen die dort lebenden Menschen selber bestimmen, welchen Weg sie gehen. Aber der Weg kann doch nicht heißen, Ukraine mal wieder genommen, der Weg kann doch nicht heißen, das Primäre, was uns jetzt interessiert, ist, dass wir Mitglied der NATO werden. Das Primäre, was die Ukraine interessieren sollte, eine Regierung, die es halbwegs ernst meint, das Primäre wäre, das Lebensniveau anzuheben, den Leuten Arbeit zu geben und zu sehen, dass das Land einigermaßen aus dem Quark kommt. Ja? Und nicht, wie viele Waffen habe ich an der Grenze stehen. Ja, Punkt. Ja, Punkt. Das klingt nach einer Lösung. Ja. Ja. Dann schreib mal einen Brief. Schreib mal einen Brief an Herrn Stoltenberg. Ja, das klingt auch nach einer Lösung, die man runterdeklinieren kann.
mit etwas gutem Willen findet sich auch eine Lösung für den Donbass. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Es ist auch durchaus vorstellbar, dass für die östlichen Regionen in der Ukraine ist eine Lösung, dass man eine Lösung findet, so ähnlich wie in Italien mit Südtirol, dass da die Russisch, mit einem höheren russischen Anteil bewohnten Regionen halt. Das ja. ist denen egal. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, den dort lebenden Russen wäre da nicht der Konflikt, den dort lebenden Russen ist es eigentlich egal, wenn sie gut nachbarschaftliche Beziehungen zu Russland haben. Ja. Und können reisen, hin und her reisen, ist denen egal, ob sie in der Ukraine leben oder nicht. Ja. Das ist ja nicht in dem Sinne eine geschlossene Separatistenbewegung. Ja. Und der strategische Wert vom Donbass, Entschuldigung, ne, das ist Kohle und Stahl 1950. Ja, das wäre so, als ob wir uns die Frage stellen nach dem strategischen Wert des Ruhrgebietes, nicht, in den 60er, 70er Jahren. Der ist ja, der wäre hoch gewesen. Damals, ja. Ja, damals wäre der hoch, aber das ist heute, das sind veraltete Industrieanlagen. Das ist ein richtiger, dreckiger Kohlenpott, der seinem Ende entgegenwabert. Also der kann doch nicht das Objekt der Begierde sein. Ja. Ja, auch nicht für die Russen. Also Entschuldigung. Ja? Und diese solche Gespräche sind vonnöten. Meines Erachtens. Nicht, weil wir jetzt daherkommen wie die Besserwisser. Ja. Ja, aber das ist doch das Naheliegende. Ja. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal was anderes ansieht, nochmal auf den Konflikt USA-China zurückzukommen. Du hast da zitiert, man muss vom Ende denken. Ja, das ist sehr chinesisch. Ja, Sun Tzu, ne? Die Kunst des Krieges, der sagt, dass die beste Form des Sieges ist die, dass man ohne kriegerische Mittel auskommt. Ja, und das machen die Chinesen. Sieh dir an, wie sie, also man vergleiche mal, also wenn es um die Attraktivität geht, ja, der unterschiedlichen Systeme, die es meines Erachtens gar nicht sind, weil China ist Kapitalismus pur, mit der Ordnungsmacht kommunistische Partei. Ja, aber im Grunde genommen, die Chinesen, in wie vielen Ländern sind die denn militärisch präsent? Im Vergleich zu den USA. Ich wollte gerade recherchieren, aber mir gelingt das jetzt nicht so, wie hier mit dem WLAN. Ja, ich weiß nicht, wie viele Ländern die USA militärisch präsent sind. Ja. Das hat nichts mit Attraktivität zu tun. Die Chinesen kommen mit dem Geldkoffer. Ja? Afghanistan, Debakel für die alte Sowjetunion, ein Debakel für die USA und ihre Verbündeten. Und jetzt kommen die Chinesen mit Geldkoffern. In 5 oder 10 Jahren ist das Land befriedet und die Taliban fallen mit einem dicken Bauch, fallen die vom Divan, weil sie von den Chinesen weil sie von denen Vorteile kriegen. Ja, die werden durch Wohlstand, ja, in vielleicht auch in Abhängigkeit getrieben, ich weiß es nicht. Ja, aber man soll doch nicht erzählen, von China geht die Kriegsgefahr aus. China hat eine ganz andere Form und dahinter stecken alte, uralte philosophische Konzepte. Das eine ist das Imperiale, ja, also vom Kreuzzug bis zur Coca-Cola, ja, und das andere ist eine relativ intelligente Form von Jiu-Jitsu. Ja, nimm die Kraft und die Stoßkraft deines Gegners und verwandle sie in Energie, die dir nutzt. Ja. Das ist jetzt der zweite Punkt. Ja, danke. Also vielen, vielen Dank für diese weitatmende Einordnung, für diesen großen Blick auf die. Ein kleines Problem. Ein kleines Problem. Man darf eins dabei nicht vergessen, es nützt natürlich, um abzulenken von eigenen Baustellen. Ja. Das ist immer gut. Ja. Das ist sowohl auf russischer Seite, wie aber auch auf westlicher Seite. Ne? Wir haben mit diesem, ich habe einen Filmausschnitt gesehen, wie ein chinesischer Diplomat in den USA in sehr
entschiedenen Ton den Amerikanern gesagt hat, sie sollen mal die Klappe halten in Bezug auf Wohlstand des Volkes und in Bezug auf Verletzung von Menschenrechten. Da wären sie nicht in der Rolle, ihnen irgendwas vorzuwerfen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und auch mal richtig hingucken. Ja. Das war, glaube ich, bis Guantanamo. Ja, also ich glaube, das war das Gespräch des aktuellen US-amerikanischen Außenministers mit seinem chinesischen Pendant, nicht? Ja, genau. Ja, also wir leben in spannenden Zeiten. Hoffentlich werden sie nicht zu spannend. Ja, wir leben aber auch in spannenden Zeiten, in denen Lösungen absehbar sind oder möglich sind. Ja, dann braucht man die Akteure dazu. Ja. Also das ist das, worüber wir auch mal sprechen sollten, in Bezug auf Karrieren und politisches Personal. Ja. Weil so geht das nicht weiter. Und mehr sage ich jetzt heute auch nicht. Das war jetzt der dritte lehrreiche Punkt. Und so, liebe Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und nächste Woche, spätestens übernächste Woche, geht es weiter. Genau. Tschüss. Macht's gut. Servus.